Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Farmers Live. Ich glaube, alles ist soweit. Wir können ernten, hoffe ich. Reif für die Ernte, jawohl, super. Okay, klasse, dann können wir jetzt hier erst einmal durchfahren. Wir haben ja das letzte Mal das ganze Hafer und den Weizen weggemäht und gedroschen. Ich habe jetzt hier das nochmal sauber aufgeschlichtet und ich habe auch schon den Ernter hier dran gemacht. Kann ich tanken? Ja, ein bisschen was konnte man tanken. So, jetzt geht's rund. Bin mal gespannt, wie viel Ernte wir hier einfahren. Ich mache jetzt ja gleich einmal den Roder nach unten. Und wir fangen einfach hier vorne an. Das ist ja total egal. Hauptsache wir ernten das ganze Zeug hier. Es ist schön hier durchzufahren. Ist auch gleichzeitig irgendwie so eine schöne Linie, die ich da sehe. So, dann einmal wenden bitte. Oh, da ist aber echt viel schon weg. Mit dem einmal durchfahren. So, nächste Reihe. Ich hoffe, ich lasse nichts stehen. Aber ich glaube nicht. Ich fahre ja relativ knapp auch. So. Dann einmal hier umschwenken bitte. Wenn man den Beutel weg vor mir herschieben. Ne? Ups. Ja, wenn jetzt einzelne Dinger stehen bleiben hier, dann mache ich das halt noch mit der Hand weg. Das ist ja egal. Wunderschön. Stimmt, das schmeißt sie ja immer auf der einen Seite, schmeißt es ja immer raus, ne? Okay, fahren wir mal hier. Nicht zu weit drüben. Wenn es das immer hier auf der linken Seite rausschmeißt. Gucken, ob wir jetzt den Rest noch da uns schnappen können. Oder ob da doch noch was stehen bleibt. Aber es wären jetzt vier Felder im Grunde. Also vier. Ja, hat gepasst. Wunderbar. Cool, dann kannst du den Roder nach oben machen. Ja, und ihr haut mal lieber ab, ne? Ihr Chickies. So, dann lassen wir den Roder jetzt mal hier stehen. Oh. Her damit. Einmal ablösen. Dann schnappen wir uns jetzt den Anhänger. Da muss ich jetzt leider halt außen rumfahren, aber das ist ja egal. Das hätte ich eigentlich schon machen können, ne? So, Rückwärtsgang bitte. Anhängen. So. Einmal wenden bitte. Ich habe jetzt ja noch gar nicht geschaut, ob jetzt hier Früchte dran sind oder nicht. So, ich habe auch mein Inventar jetzt gestopft, vollgestopft mit verschiedenen Sachen, die ich mir denke, dass wir die verkaufen. Ich würde sagen, wir fahren hier mitten rein. Und dann tun wir auf jeden Fall erst einmal das Zeug verkaufen. So, raus hier. Wir fangen hier vorne an.
natürlich alles gemischt, das ist klar. Mal gucken, wie viel wir einstecken können. Entschuldigung. Ah ja, okay. Das war's schon. Mach mal auf hier. So, hoch. Dann schmeißen wir raus die Erbsen. Eigentlich sollte ich das nochmal trennen, ja, aber ich glaube, das wird schon passen. Ihr seht schon, ne? Eier habe ich jetzt nochmal eingesteckt. Ich habe jetzt halt auch nochmal Honig mit eingesteckt. Die Brühe habe ich mit eingesteckt. Bigos, weil ich jetzt einfach nochmal schauen will, ob ich das vielleicht doch irgendwo rausbekomme. Das sind halt jetzt halt nur 14 Stück. Schmeiß die mal daher. 360 Kartoffeln, nicht schlecht. Da muss ich natürlich trotzdem nochmal alles durchgucken. Hier 300 Rüben. Dann Mais, das sind jetzt auch nur 18 Stück. Mal rausschmeißen. Dann Zwiebeln. Okay, Moment. Ich stecke jetzt mal den Mais nochmal ein und das. Wir nehmen raus die Kartoffeln und die Zwiebeln. Ich weiß nicht, wie ich das am besten machen soll, dass ich das am geschicktesten sortiert habe. Warte mal, das haut. Das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Lass mich mal da hoch. Hallo. Also da hinten sind ja nur Haferkorn und Weizenkorn drin. So, wir haben jetzt halt hier die ganzen Rüben und so weiter. So, ich bin jetzt natürlich vollends überladen. Schauen wir mal, ich glaube bei den Rüben sind es immer 125 Stück. Ich bin gerade ultra voll, ne? Zwiebeln. Wir tun mal die Zwiebeln raus. Das sind wie viele drin? 125, 95, 125. Wie mache ich das am besten, dass ich das sortiert habe? Ich will nämlich das irgendwie. Einmal die schmeißen wir jetzt mal raus. Mais. Wir machen das jetzt sortenweise. Ich schmeiße jetzt die Sachen hier einfach mal raus nochmal. Außer die Zwiebeln, die tue ich jetzt nicht nochmal runter. So, die da raus. Kohl. Erbsen. Kartoffeln, da muss ich eh schauen, dass ich Kartoffeln noch aufhebe. Weil die muss ich ja wieder pflanzen. So, Tabak haben wir geerntet. Entschuldigung. Und ansonsten haben wir es. Okay. Ah, gehen wir mal durch. Tun wir vielleicht erst einmal alles raus, was Samen ist. Dass wir das schon mal haben. Tabak lasse ich noch. Jetzt nur mal die Samen raus, weil ich muss das irgendwie sortenrein am besten bekommen, dass ich dann auch weiß, was ich behalte und was ich nicht behalte. Und wenn ich jetzt erst einmal nur die Samen raus tue, dann ist das ja auch schon mal eine große Hilfe. Dann können wir das nämlich vorne reinpacken, wieder in unsere Samenkiste. Die Zeit läuft hier langsam. Wir haben ja keine Eile damit. Aber ich sag mal so, werde ich jetzt halt einmal mit euch hier komplett machen. So, und hier sind ja kein. Doch, das sind auch noch Samen. Ich da auch, nee, das sind Zwiebeln, Karotten, Mais, Rüben, Rüben, Rüben. So. Da haben wir jetzt halt nur Kartoffeln und hier haben wir nur Erbsen. Okay, dann können wir mal die ganzen Samen erst wegpacken. So. Kohlsamen. Erbsen. Das Tolle ist, wir haben jetzt halt dann durch das, dass wir ja noch zukaufen, richtig viel Zeug auch.
Den Tabak tue ich hier auch raus. Obwohl, den Tabak wollte ich verkaufen. Ne? Den Tabak lasse ich mal einstecken. Warte mal, brauchst du die Sense jetzt eigentlich? Die Sense brauchst du nicht. Die Sense kannst du hier reintun. Zack. Die Flaschen könnten wir raustun. Den Sprit kann ich da vorne raustun. Halt, die Flaschen habe ich gerade gesagt. Flaschen raus. So. Den Sprit kann ich jetzt einfach mal da schnell herstellen. Passt. So, jetzt gehen wir mal durch, was wir hier haben. Oh, die Rüben sind fertig. Oh Gott. Alles auf einmal, ne? So. Erbsen, ich glaube, da waren die Erbsen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das kann ich vergessen, so wie ich das mache. Ich müsste, wenn dann, das Sortenreihen auch anpflanzen und dann auch ernten dementsprechend. Ich muss noch mal ganz kurz die Kochstelle nachfüllen. Dass das da flutscht. So, Wasser ist noch drin, wunderbar. Brennstoff ist noch drin, dann machen wir mal weiter Zucker. Und ich denke, mit dem nächsten Kochen, da mache ich dann mal wieder Maische. So, das habe ich vergessen. 4, so. Jetzt aber. Ich muss das einfach draufschmeißen. Das geht nicht anders. Jetzt bin ich ja schon auf dem Maximum, ne? Mit der Tragekapazität. Aber das sieht man mal, wie häufig man da... Ja, weil ich kann mich jetzt schon immer bewegen. Wie häufig man da im Grunde rumhantieren muss. Ja, klettere bitte. Weil dann schmeiße ich das nämlich jetzt hier drauf. Die Kartoffeln, ich würde sagen, die Rüben. Wunderbar. Zwiebeln. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt halt zu viel von dem Zeug, also zu viele Beutel hier stehen habe, dann passt irgendwann auch nichts mehr drauf. Ne? Und wenn ich jetzt halt nur 14 Kohl habe, das ist dann totaler Quatsch, wenn ich das draufschmeiße, weil das Ding nimmt halt einen Platz weg. Wo normalerweise 100... Was? Ich will das raustun, bitte. Danke. Warte mal, kann ich nicht Eier und so weiter auch da drauf tun als Sack? Lass mal gucken. Ja. 2 Säcke, was ist in dem großen drin? 250 Eier. Cool. Nehmen. Nehmen. 125. 125. 56. Vielleicht, wenn ich es so mache, dass ich dann die einfach nochmal durchgehe. Und alles, was 125 ist, lasse ich einstecken. Die Eier, würde ich sagen, tue ich jetzt gleich nochmal hier raus, dass die sich da unten, jawohl, hier einfügen. So, weiter. Habe ich Kohl einstecken? Nein, ich habe noch keinen Kohl. Mais habe ich auch noch nicht. Hier haben wir, doch, da haben wir Mais. Mais, Mais, Mais. Mais. Kohl. Kohl. Oh, da habe ich Samen vergessen. Tabak. 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 Mais. Schon 384 Mais, ne? Die Kartoffeln muss ich auch unbedingt raustun. So, schauen wir nochmal durch. 125. Und da, wo jetzt nur 9 Stück drin sind, die tun wir raus.
So, Kartoffeln bin ich mir jetzt halt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich würde mal 100 Kartoffeln. Mach mal 100. 100 Kartoffeln würde ich mir jetzt quasi mal aufheben. Kannst du jetzt mal bitte auf der 100 stehen bleiben? Danke. So, und den Rest schmeißen wir dann hier drauf. Kannst du da klettern? Hallo. Das aktiviert es nicht immer, ne? Dieses Klettern jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Kartoffeln in einen Beutel reingehen. Aber ich denke mal, 250 werden es sein. 150? 250, ja, okay. So, was haben wir hier? Zwiebeln, 125 können wir nehmen. Wir müssen alles zusammentragen. Das geht nicht anders, weil sonst ist das hier zu sehr verteilt. Schmeiß mal die Karotten raus. Schmeiß mal den Mais noch mal raus. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll anders. Weil ich möchte natürlich so viel wie möglich hier drauf bekommen. Und wenn ich jetzt dann noch mal hier anfange. 110. Wow. Wie viel Kohl geht denn da rein? 50 nur? Okay, das sind tatsächlich 50.14. Die 100 haben wir gesagt, die lassen wir. Kohl hier. Da haben wir, glaube ich, nur Tabak drin gehabt. Nee, außer hier. Schau mal, da hinten war noch mal Kohl. Wir haben hier ein paar Karotten. Da haben wir Mais. Da war noch Kohl drin, ne? Kohl. Kohl. Tue ich mal den Mais hier noch mit rein. So könnte ich es eigentlich auch machen, ne? Dann einfach so sortieren, dass ich das dann quasi wieder reinschmeiß. Dann werde ich ja auch so langsam Sorten rein. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch noch Karotten drin. Nehmen wir mal alles. Dann tun wir die Karotten jetzt halt hier rein, inklusive. Achso, das geht wieder nicht, ne? Oh. So leichter gesagt als gemacht hier. Na ja gut, dann tue ich aber die. Achso. Dann tue ich aber die Karotten jetzt halt mal raus. Immer noch zu schwer. Ja, Sabralot. Kohl noch mal raus. 50, 50, die kommen dann drauf. So, weil das sind zwei Sack. Dann Kartoffeln würden mir noch was fehlen. Was haben wir hier drin? Ah, Karotten. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt da ein bisschen anstelle. Tu mal die Rüben raus. Rüben. So. Rüben. Kartoffeln-Ding. Warte mal, ich kann auch die Samen mal schnell daher schmeißen. Die sammle ich dann wieder separat ein. Erbsen habe ich auch noch so viele, ne? Den Mais mal raus. Dafür die. Warte mal. Kohl. Ich mache ein Gedöns hier zusammen, ey. So. Nochmal 480. Das sind jetzt nur Karotten. Was haben wir hier? Da haben wir auch nochmal Karotten. Also gut. 105. Tun wir die mal mit rein. Dann schmeißen wir hier den Kohl raus. Och, süßes Beutelchen. So, was können wir drauf tun auf dem Wagen?
Da haben wir ja nur Tabak drin, ne? Den Tabak habe ich ja eh gesagt, den werde ich ver... Da war wieder Mischmasch drin, ne? Hep. Kann man nicht schmeißen. So, das kleine Beutelchen hier daneben, da weiß ich auf jeden Fall, dass da nur Samen drin sind. So, Zwiebeln haben wir recht viele einstecken. Jetzt schauen wir mal, wie viele Zwiebeln. Ich glaube, 125 waren das. So, machen wir mal hier. Zwiebeln. So, 125, 125. Und 70. Da sind noch mal Rüben drin. Das sind nur Samen. Das waren die Kartoffeln. Die tue ich jetzt halt hier noch mit her. Dann können wir eigentlich den Rest... Achso, die Bohnen haben wir auch noch, ne? Ist nur die Frage, kann ich das jetzt alles nehmen? Nein, kann ich nicht. So. Ich will bitte da drauf klettern. Hallo? Klettere jetzt. So ein Gedöns, was ich hier mache, ne? So. Karotten. 125, 110. Erbsen. 125, 125, 75, 125. So, dann habe ich es aber jetzt halt endlich. Kannst du da wieder hochgehen? So. Okay, nichts mit 125, ne? Das sind jetzt halt nur noch die Karotten im Grunde. 125, oh, verdammt. 125, 110. Weil wir brauchen ja trotzdem noch ein bisschen Zeug auf Vorrat, ne? Ach, verdammt. Genau, die 110 wollte ich nehmen, bitte. Und hier müssten 125 drin sein. Gut. Gut. Dann haben wir hier jetzt halt nur noch... Nein! Ist egal. Nimm alles. Nimm alles. So, und hier sind jetzt, glaube ich, nur noch Samen drin. Nee, ich will das bitte nicht ausstreuen. So, haben wir jetzt endlich alles. Meine Güte, ich stelle mich an wie sonst was, wie der letzte Anfänger hier. So, also, Mais raus. Tabak. Karotten. Wir haben den Kohl. Wir haben die Rüben. So, und die anderen Sachen, die werde ich jetzt halt... Oh, die Kartoffeln habe ich vergessen. Die anderen Sachen, die werde ich jetzt... Nee, warte mal, ich wollte 100. 100 wollte ich doch aufheben von den Kartoffeln. 250 passen hier rein. Okay, nee, dann bitte 100 Stück wieder zurück, weil die möchte ich ansäen. Die lasse ich dann quasi hier drin. Bei den Kartoffeln ist halt das Blöde, du hast die nicht separat in dem Sack oder sowas, was dann auffällt. So, das Zeug möchte ich aufheben. Das kommt jetzt halt hier rein. So, und zwar die Karotten, die Rüben, die Zwiebeln. Wir haben den Mais, den Kohl und... Den Tabak möchte ich verkaufen, weil ich habe 23 Zigaretten. Das verkaufen wir dann. Jawohl. Passt. Und ihr kommt auch noch mit. Ihr werdet auch noch verkauft. Dass ich da immer nicht immer klettern kann, ne? So, probieren wir es mal. Weil ich möchte das ja dann...
einfach hinfahren und zack, weg damit. Der Tabak. Oh, das sind gleich drei Beutel. Boah, da braucht man ja schon fast zwei Anhänger. Ne? Dann haben wir jetzt alles. Haben wir jetzt alles raus. Gut. So, wie viel Sprit ist noch drin? 15 Liter. Zum Glück kann der Hänger nur überladen sein. So. Einmal nehmen, dann können wir nämlich tanken hier. Dann fahren wir jetzt erstmal zum LPG. Da fahren wir am besten gleich da hinten hin. Bin mal gespannt, was jetzt das ganze Zeug bringt, wenn wir das verkaufen jetzt in einem Rutsch. Ich denke mal 10.000 werden es mit Sicherheit sein. Gut, passt schon. Wo ist die Kleine? Da ist sie. Handeln wir. So, zum einen, die Eier nimmst du nicht. Ah, aber du kaufst den Honig. Das ist interessant. Für 63. Weg damit. Und kaufst du noch irgendwas? Nee, ne? Ansonsten kauft sie von dem Zeug nichts. Der Wagen? 29.000. Alter. Her damit. Was ist jetzt? Wo ist mein Geld? Ach, jetzt habe ich schon Schrecken gekriegt, weil da oben das Geld nicht aufgetaucht ist. Alter. Ja, ich bin jetzt halt wirklich erschrocken. Da brauchst du mich nicht so angucken. So, Kartoffeln ist das einzig Gute, das brauchen wir nie nachkaufen. Die brauchen wir nicht. Wir kaufen die 50 Kohl. Karotten, Zwiebeln, Erbsen, Mais. Ich brauche nicht mehr draufschauen wegen dem Geld jetzt, ne? Und Tabak. So. Bäume, würde ich sagen, passt noch alles. Da kann ja auch sein, dass wir wieder Samen mit reinkriegen. Die Wolle, die werden wir irgendwann nochmal verkaufen können. Und passt. Ja, passt. Nee, warte mal. Ich habe ja nichts mehr drauf auf dem Wagen. Kaufen muss ich jetzt auch aktuell sonst weiter nichts. Hier wollte ich noch gucken, was ich verkaufen kann eventuell. So, kann ich dir die Eier verkaufen? Nein. Also ich kann von dem, das ist das Einzige, ne? Der gekochte Schinken. 12-mal. Das sind auch nochmal 984. Und ansonsten nimmst du auch nichts. Alter. Da können wir jetzt halt auf jeden Fall Land mit dazu kaufen. Ne? Das ist klar. Nee, ich wollte eigentlich hochschalten. Mal ein bisschen schneller sind zumindest. Stopp. Einmal aussteigen. Was kann ich bei dir verkaufen? Ich könnte bei dir Sprit verkaufen, aber den kann ich selber noch nicht herstellen. Wenn man den überhaupt herstellen kann. Nee, und du nimmst auch nichts weiter. Okay, dann nehme ich mal von dir die 100 Sprit nochmal. Das stecken wir ein, dass wir unseren Traktor tanken können. Brauche ich von dir noch irgendwas? Also wenn, dann höchstens noch einen Motor, dass ich mir gleich mitnehme. Ne? Im Grunde könnte ich beides brauchen. Ich könnte die Dreschmaschine brauchen und ich könnte den Motor dazu brauchen. Aber damit warte ich noch. Da fahren wir noch mal separat her. So, Sägewerk.
Mach mal auf. Ja, ja, ich möchte eigentlich nur Holz heute von dir. Holz und die Flaschen. Entschuldigung, das hätte ich fast vergessen. Das Holz bestätige. Müssen wir mal schauen. Jawohl, wunderbar. Ich habe auf jeden Fall echt einen guten Vorrat jetzt. Dann würde ich gerne nochmal die Bretter bei dir mitnehmen und das Metall in dem Fall mal. Auch wenn ich das selber sammeln kann, aber ist okay. Schauen wir mal, ob du mir irgendwas abkaufst von dem Zeug. Nee, der kauft mir auch nichts ab. Na gut, dann soll es auch schon gewesen sein. Kann ich das drehen? Ja, ich kann das drehen. Jawohl, das zappt dann da oben automatisch drauf. Dann einmal zu Thaddäus. Die habe ich noch nicht gesammelt, ne? Kann ich jetzt eigentlich auch gleich bei Helene verkaufen? Nimm meinen Schatz. Alles klar. So, ich habe für dich 28 Flaschen von dem Fusel, 12 Flaschen davon. Dann haben wir, ja, hier auch nochmal. Hart. 32. Dann brauche ich die Flaschen von dir. Ich brauche die Maische. Die lasse ich ja wieder da, ne, weil die brauchen wir nicht unbedingt. Aber du nimmst sonst auch nichts von mir. Nee, du kaufst auch den Honig nicht, ne? Das ist die Frage, kaufe ich hier noch irgendwas? Nee, passt. Passt. So. Einmal zur Thekla, bitte. So, Thekla, Servusle. Sie ist Belgische, Enäsen und Holländer. Ja, ja, das ist alles klar. Ich brauche nur die Samen jetzt gerade im Moment. Die da, die hier, die Erbsen und Mais und Rüben. Ansonsten... Da weiß ich immer noch nicht, ne? Sind das jetzt Samen, die ich da habe oder nicht? Kann ich da Blumen anbauen oder nicht? Ich traue mich da immer noch nicht. Aber gut, wir haben ja... warte mal, Flaschen hast du keine, ne? Nee, Flaschen hast du keine. Ich brauche auch sonst nichts weiter. Okay, dann haben wir das. Dann fahren wir zum Markt. Hallo? Bleib jetzt dann natürlich gleich stehen, aber warum baut sich das nicht auf? Hallo. Danke. Anna, ich sehe dich nicht, aber ich spreche mit dir trotzdem. Kaufst du mir jetzt davon irgendwas ab? Ich probiere das ja immer wieder, ne? Das wisst ihr ja. Okay, die Eier kaufst du auch nicht. Das da kaufst du nicht. Die Maische, die will ich gar nicht verkaufen. Ich weiß nicht, warum ich da schaue. Nee, ist okay. Du kaufst mir wahrscheinlich... Ja. Du kaufst mir wahrscheinlich auch nichts ab von dem Zeug. Nee, die kaufen mir echt nichts ab, ne? Gar nichts. Das ganze Zeug, was ich herstellen kann. Brauchen wir erst einmal eine. Wir zwei. Dass wir mal ein bisschen besser waren hier. So. Na, da komm, dann rauchen wir gleich noch eine. Dann bist du nämlich auch voll. Na, und? Danke. So, handeln wir. Die Eier nimmt er auch nicht. Ich glaube, alles, was gekocht ist, wird nicht genommen. Naja, gut. Dann bei dir die Glühbirnen holen. Das darf ich nicht vergessen. So, dankeschön. Die drei Glühbirnen. Wir nehmen die 30 Asbestplatten mit. Wir nehmen mit Farbe. Ich wollte unbedingt heute auch einmal streichen im Normalfall, aber ich sehe schon von der Zeit. Ich bin schon
wieder drüber. Aber ich nehme trotzdem mal orangene Farbe, grüne Farbe, rote Farbe, blaue Farbe. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wir brauchen jetzt nicht mehr aufs Geld achten. Nicht wirklich. So. Kann ich dir was verkaufen? Nein. So, jetzt bleibt eigentlich nur mir die Sophie. Hallöchen. Ja, ja. Die Apfel, also die Maische würdest du mir abkaufen, aber die gebe ich nicht her. Die Eier kaufst du mir auch nicht ab. Den Honig kaufst du mir ab, aber nur für 56. Nö. Das gebe ich dir nicht. Dann nehme ich mal noch die Flaschen mit, weil die gehen nämlich so langsam zur Neige. Und ansonsten, ach, Pralinen für meine Liebste nehme ich noch mit. Dankeschön. So, du willst gerade nicht boxen, ne? Dann halt, nein, lass stehen. Wir laufen jetzt mal schnell hin zum Bürgermeister. So, Servusle. Mir geht es heute nur um die Berechtigungen. Und zwar möchte ich nämlich dieses Ding hier mal endlich komplett kaufen. Auch wenn hier natürlich noch viel zu tun ist, auch mit Abholzen und so weiter. Aber ich würde sagen, dass wir das machen. Obwohl, das reizt mich natürlich noch mehr, ne? Komm, das machen wir jetzt. Wir machen jetzt das Grundstück, was genau daneben ist. Wir kaufen die Landwirtschaft. Wir kaufen den Bau. Müssen wir. Dass ich da Scheune hinstellen kann. Wir brauchen dementsprechend Elektrizität. Und das ist eh nur noch ein Tausender. Nehmen wir das mit dazu. Dann haben wir das schon mal komplett in grün. Das reicht mir jetzt auch schon mal. Wenn wir die nächste Ernte einfahren, dann werden wir eh wieder mega viel Geld kriegen. Naja gut, wir haben diesmal kein Weizen und kein Hafer dabei, ne? So. Dann fahren wir einmal nach Hause. So, halt, bleib mal da. So. Also, wir tun hier rein das Brennholz. Wir tun das da rein. Wir tun die Farben hier rein. Auch die Glühbirnen kommen jetzt erst einmal weg. Das machen wir jetzt nämlich noch nicht. Ei kann ich mal konsumieren, ne? Kommen die auch weg. Schritt für Schritt. Sprit. Metall. Farbe. Farbe. Flaschenmaische. Körner, Eier, okay. Dann kommen hier jetzt erst einmal die ganzen Dingsis hier rein. Oh meine Güte, wenn ich das alles anbaue, ne? Und dann jedes Mal neu die Samen kaufe, sodass ich immer quasi auffülle. Ihr seht ja, ne? Wie viel das jetzt halt ist. Also auch durch das, dass ich ja teilweise die Samen selber wieder bekomme von der Ernte, ist das schon extrem. So. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit nichts zu essen kochen. Weil wir werden die Brühe aufbrauchen. Wir werden die Eier essen. Der Honig kommt hier raus. Halt, nein. Der Honig kommt da nicht raus. Der Honig kommt raus. Raus. Flaschen kommen raus. Genau, Bigos müssen wir dann essen. Das sind jetzt lauter Sachen, die wir essen können. Die Pralinen lasse ich mal einstecken. Die kann ich dann meiner Holden geben. So. Dann hier die Maische raus. Die Brühe habe ich jetzt vergessen. Kartoffelmaische. Apfelmaische. Die Flaschen. Ihr seid noch alle am Brennen, ne? Da ist die zweite Flasche, also 7 Stunden noch in etwa. 6 bis 7 Stunden noch. Okay, meine Güte. Sorry, ich bin da ein bisschen immer durcheinander. Das ist mir
manchmal ein bisschen. Nein, die da wolltest du reintun. Die Brühe. So, die behalte ich einstecken. Der Honig kommt wieder raus. So, der kommt in die Verkaufskiste. Yes. So, wie schaut es da oben aus? Hier hätten wir auf jeden Fall Fleisch. Das Einzige, was ich kochen werde, das ist das ganze Fleisch. Weil da machen wir nämlich Kochschinken draus. Und ihr habt ja gesehen, das ist einer so um die 100. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber das ganze Fleisch, was ich hier drin habe, kann ich alles zu Kochschinken verarbeiten. Und das bringt dann auch nochmal richtig fett Geld. So. Jetzt würde ich gerne... Nee, genau andersrum. Genau so. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann Stock. Vorwärtsgang rein. Und dann fahren wir nämlich hier ein bisschen weiter rüber. Mach langsam, ne, dass du da irgendwas anfährst. Stock. Ja, noch ein bisschen. Gut. Passt. So, dann können wir nämlich hier hochklettern. Können uns das alles nehmen, was da ist. Mal nimm. Das kann ich immer nur auspacken. Das Holz kann ich zum Glück immer gleich nehmen. Mit F. Weil wenn ich jetzt dann überladen bin, dann stört es mich nicht. Ich stehe nämlich jetzt genau an der Tür. Ja gut, aber so schnell bin ich dann auch nicht überladen. Ne? So, rein damit. Rein damit. Alles weg damit. Yes, und wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Material, dass wir dann da drüben auf dem neuen Acker ein bisschen was herstellen können. Ja, vor allem sehr viel... nee, ich wollte jetzt eigentlich zumachen. Diesmal wollte ich nicht hoch. Diesmal wollte ich einfach nur zumachen, bitte. Das ist auf jeden Fall ein großes Feld, was gepflügt werden möchte. So, den Hänger lasse ich jetzt... Mal schauen, komme ich da rein? Ohne, dass ich irgendwo dann hängen bleibe. Ups, langsam. Und stopp. So. Dann können wir dich abkoppeln. Nein! Vorwärts! Vorwärts! Ich bin irgendwie auf diese dumme Taste jetzt gekommen, Mensch. Ja, aber gut, der steht noch sauber. Oh, so. Wir brauchen nochmal so eine Maschine. Die soll dann nämlich auf dem Acker hier irgendwo in der Mitte stehen. Ich werde hier auch einen Zaun entlang ziehen. Ich werde wahrscheinlich auch hier einen Zaun entlang ziehen, einfach, dass ich ein bisschen eine Führung habe. Wir brauchen nur elends viele Glühbirnen noch, weil ich möchte nämlich das alles beleuchten. Hier fehlt mir auf jeden Fall noch ein Lichtmasten, dann eventuell weiter vorne noch. Ihr seht ja wahrscheinlich den weißen Punkt hier, ne? Also hier nochmal ein Lichtmasten, eventuell da vorne noch. Dann soll hier nochmal ein Zaun in der Mitte sein, wo dann auch nochmal jeweils zwei Lampen, also eine nach links und eine nach rechts leuchten. Und dann hier wahrscheinlich auch nochmal ein Zaun, dass ich das alles immer schön in der Führung habe. Und ja, also es gibt auf jeden Fall extrem viel zu tun. So, ich werde mich jetzt drüber machen und den Acker hier nochmal beackern mit Dünger. Und wir machen dann gemeinsam beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Alles klar, freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keine weiteren Parts mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.